Willkommen zurück zu Dark Souls 2 und weiter geht's hier. Ich bin gerade in der Überlegung, weil mein Mondlichtschwert schon wieder in Gefahr ist. Ja, ich denke, ich werde mir nochmal Reparaturpulver gönnen. Zur Not kann ich das ja auch mal kaufen. Ich habe das noch nie gekauft, also tut ja jetzt auch nicht weh. So, und jetzt ist es wieder fit. Ja, das letzte Mal hier diesen Aufzug nach oben gefahren. Noch nicht sicher, was es mir bringt. Werden wir vielleicht erfahren, wenn wir wieder mal unten sind. Und hier ist mein nächster Feind. Jo. Das ist wieder so ein großer, der mich aufspießen kann, wenn er will. Und er hat mich wieder aufgespießt. Oh, das sieht so geil aus. Ich ergötze mich an meinem eigenen Schaden. Also nicht an... Mein. Oh mein, jetzt reicht's aber. Ah! Okay, jetzt bin ich gleich am Arsch. Das Schlimme ist, ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll, weil ich muss mal kurz für kleine Johnnies. Entschuldige mich bitte. Oh, 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 oh. Das ist cool. Oh Mann! Das ist echt nicht einfach, gegen den zu bestehen, finde ich. Der ist so schnell. Aber ich war schneller. Stirb! Wäre schade, wenn wir jetzt sterben würden, weil wir doch jetzt schon ein gutes Stück wieder geschafft haben. Ich möchte hier ungern vor mich hin raffen. Grüne Blüte, aber gut, wer will das schon? So. Moment mal. Kommt mir das irgendwie bekannt vor? Nein. Ah, ist die Burg groß. Ja, aber hier war ich doch gerade vorhin schon. Nee, kann er nicht sein. Weil neue Gegner und so. Was war das? Hochklettern? Hä? Okay, das hätte ich jetzt eigentlich nie im Leben gefunden. Gab's schon mehr dieser Stellen? Oh Mann. Oh Mann, ich will gar nicht wissen, wie oft ich das schon hätte tun können. Aber das sieht nach einem fetten Bonus aus. Okay, haben wir den schon mal ein bisschen geärgert. Der hat mich von... Ja, der hat mich von unten erwartet. Hat man ganz eindeutig gesehen. Hat er wohl nicht gedacht, dass ich hier von oben komme. Mache ich hier einen auf Rapunzel. Aber okay. Haben wir gut gemacht. Haben wir gut gefunden. Also es war eigentlich nur Zufall natürlich. Ich dachte, es liegt ein Item, aber nö. Da steht auf einmal Hochklettern. Und wir bekommen den splitternden Blitzspeer. Das könnte doch mal was für mich sein, oder? Muss ich mir später mal beim Leuchtfeuer genauer betrachten. Ein Blitzspeer? Ein Blitzspeer, ja, gut. Kommt halt drauf an. Wenn es ein Zauber ist, dann definitiv. Wenn es so eine Zauberwaffenspeer-Dingsbums ist, dann eher nicht. Jo, wah! Aber okay, auch interessant. Da war ich noch nicht drin. Oh, großer Hund da unten. Ganz großer Hund. Aha, noch mehr Hundis. Ich weiß gar nicht, ob ich da runter will. Wer weiß, ob ich da nochmal hochkomme. Oh, das Gebiet ist so groß. Ja, aha. Moment mal, ich muss... Ne, ich könnte auch wieder runterklettern. Ich könnte auch wieder ganz normal runterklettern. Aber... Nö, nutzen wir doch dann den Vorteil von oben. Auch wenn er mir nicht mehr lange bleibt, weil... Ah, Mist, ich weiß nicht, ob ich den Sprung gut überstehe. Mit der Narrenhose bestimmt. Könnte natürlich auch probieren, da zu jumpen. Wenn ich... Nee, von da aus... Nee, wie soll ich denn da reinkommen in das mittlere? Weiß nicht, wie das... springen, ob das geht. Ja gut, ich probier's einfach. Zur Not lande ich halt, ne? Komm, probieren wir's. Uscha! Yay, hat geklappt! Hätte ich gar nicht so gedacht, aber... Cool. Hi, Hundi. Tschüss, Hundi. Oh, noch viele Hundis. Ja gut, die Hunde sind nicht so das Problem, finde ich. Gucke ich erstmal, wo ich hier bin. Auch nur so ein Balkon. Seele eines großen Helden. Yay. Noch was? Nein. Okay. Schöner Zwischenstopp. Weiter geht's. Hallo, Hundis. Auch wenn ich keinen Respekt vor euch habe. Ich möchte ungern, dass die alle drei auf einmal auf mich kommen. Nimm das. Seine Ehre. Dass du den letzten
Speer abbekommen hast. So viele Hunde und nur einer ist clever genug, hier hochzukommen. Hat ein bisschen was von Dalmadina umgewollt, ne? Oh jo. Ist ja gut, ist ja gut. Ganz ruhig. Wir klären das schon. So. Was für ein Hundehaufen. Hundehaufen mal anders. Nein, nicht lustig, ich weiß. Ich mag Hunde, also so ist es ja nicht. Menschenbild. Aber Katzen sind viel cooler. Na gut. Na gut, jetzt bin ich wieder unten. Und wieder muss ich mich neu orientieren. Das Schlimme ist, wenn ich nach diesem Part aufhöre, dann weiß ich wahrscheinlich bis zum nächsten Mal gar nichts mehr, wo ich hin wollte und muss und sollte. Das wird dann richtig lustig. Ja genau, da bin ich hochgeklettert. Ah ja, alles klar. Okay. Gut, dann haben wir wenigstens diesen Rundgang quasi abgeschlossen. So, kam ich von hier? Kam ich von hier? Ah ja, ich kam von hier, genau. Dann war ich da noch nicht. Okay, stimmt, da steht auch noch einer. Groß und fett. Jetzt hat er mich gesehen, verdammt. Hi. Kannst du noch was? Okay. Na, lass mich mal. Hey, 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 hey. Okay, gut lang. Ja, noch einmal. Dann. Was ist das mit dir? Oh, der lebt noch? Ey, er lebt nimmer. Wie konnte er nochmal ausholen, bitte? Interessant. Ich mach das aber heute auch knapp. So, was haben wir denn da unten? Oh, da geht's ganz schön runter. Wah! Okay, ich komme nie wieder zurück. Gut, ich war hier noch nicht. Das ist die Hauptsache. Kommen wir jetzt in den Burgkeller. Oh, rotes Wasser ist sehr gut. Rotes Wasser füllt nämlich Leben und Magie auf. Wenn ich es jetzt nicht verwechsle mit etwas anderem. Aber ich meine schon. Okay, jetzt bin ich... Ah, ich... Was? No one must ever find that which is sheltered in the lay of noise. Warum nicht? Also ich nehme sie ja jetzt schon ernst. Das letzte Mal, als ich nicht auf sie gehört habe, hat sie diese unsichtbare Bestie auf mich geschickt. Moment mal, das ist jetzt aber... Nee, das ist ja keine Nebelwand, also kann die hier nicht kommen. Ist ja alles gut, oder? Das ist ein anderer Weg. Oh, hoffentlich kommt jetzt nicht wieder die Bestie. Das war alles umsonst. Ich habe Angst, aber gut, wenn sie kommt, kann ich ja wegrennen. Ist ja keine Nebelwand. Also los. Ist nicht. Am besten, ich renne da gleich durch. Da die Treppe hoch. Aber hier, das ist doch ein loderndes Feuer. Warum ist es hier denn so arschkalt, wenn da so eine wunderschöne Flamme uns Licht spendet? Da kann ich jetzt bestimmt was ganz Tolles machen. Oder elendig verbrennen. Mal gucken. Ich könnte hier... Was kann ich hier machen? Einen Gegenstand aufnehmen. Okay. Die Auge... Das Auge der Priesterin... Ist das jetzt gut oder schlecht? Was kann ich mit dem Auge machen? Kann ich das Eis zum Schmelzen bringen? Ich meine, es war ja schon feurig und so. Vielleicht muss ich das Auge der Priesterin irgendwo hinbringen, wodurch hier alles wieder wunderschön grün erblüht. Das wäre doch toll. Und dann kann ich alles nochmal machen, weil überall Kisten und so weiter waren. Yeah. Naja. Mal abwarten. Was haben wir denn hier drin? Öffnet sich nicht von dieser Seite. Menno, klopfen. Ich weiß, der Trick hat nur einmal funktioniert. Ich bräuchte es eigentlich nie wieder zu probieren. Ach, je. Ja, da hinten sehe ich schon jemand stehen. Aber... Der soll mich jetzt mal nicht einschüchtern hier. Ja, genau, komm mal her. Das ist doch nur ein ganz normaler, oder? Der hat eine komische Waffe. Was ist das für eine Waffe, bitte? Nee, du bist ganz neu. Wer bist du denn? Was? Oh, was ist das für eine Rie... Ist das so ein Kriegshammer? Krass. Und jetzt hier einen auf Defi machen. Hallo? Ja, komm.
Du, ich kann auch anders. Ach nee, kann ich nicht. Fast alles leer. Oh, das tut ja fast gar nicht weh. Okay. Schön. Oh, wow, wow! Okay. Jetzt brauche ich mal eine kurze Pause. Genau. Du haust ab. Ich heil mich. So, kann weitergehen. Schön, dass er so defensiv eingestellt ist eigentlich. Er will... Kommt mir fast so vor, er will einfach nicht, dass ich hier durchgehe. Wo rennt er denn jetzt hin? Jetzt hat es nichts mehr mit defensiv zu tun. Jetzt hast du Schiss. Sehe ich eindeutig. Hab's nicht so gemeint. Hab's nicht so gemeint. Geh weg. Wer hat hier Schiss, ne? Okay, so schwer sind sie aber nicht. Mein Schwert, das rockt halt richtig rein vom Schaden her. Das gefällt mir. Das ist genau richtig für die Gegend. So. Und als weiter. Wir sind echt schon ultra lange unterwegs. Ich weiß, ich erwarte viel, aber ich würde mich echt über ein Leuchtfeuer freuen. Ja, hier ist mal keins versteckt. Obwohl, wenn der Typ mit dem Kriegshammer hier draufgeschlagen hätte, ich meine, so Spielereien erlaubt sich Dark Souls ja ständig. Könnte gut sein, ne? Naja, jetzt werde ich es nicht erfahren. Kann ich hier wieder hochklettern? Nein. Da gibt was für mich. Köderschädel. Kann ich hier hochklettern? Jetzt will ich überall hochklettern. Bin ich im Kletterwahn hier. Oh, was ist denn hier los? Nebelwand? Ja. Shit. Und ewig lang kein... Ich höre da schon so komisches Raunen und Stöhnen. Oh, Mensch. Ich wetz mit euch, Leute. Schaut euch mal das Ding hier an. Ich wette mit euch, man hätte mit dem Hammer-Typi das aufschlagen können, dann hätte man direkt vorm Boss ein Leuchtfeuer. Ich wette es. Da ist ein Leuchtfeuer drin, oder? Kann man es vielleicht hören? Ne, man kann es nicht hören. Oh, bin ich hässlich. Man kann es nicht hören, weil ich es noch nicht betätigt habe. Das Spielchen kennen wir ja schon. Oh, ich wette mit euch, da ist eins drin. Ich will da rein. Kann ich das nicht irgendwie aufbacken oder so? Mit einer Feuerbombe? Ne, Quatsch, ne? Ich probiere es trotzdem mal mit einer Feuerbombe. Ich weiß, es ist echt Hoffnung, die jetzt gerade zuletzt stirbt. Am Ende ist da vielleicht wirklich gar nichts. Oh, treffen wir vielleicht auch noch eine Kunsttür, aber so ganz beiläufig gemeint. Ist ja nicht klein, die Tür, also... Nee, da geht gar nichts. Ich habe doch ein Großschwert, ich muss das auch zerdeppern können. Och, Mann. Nein, ich will nicht den ganzen Weg umsonst gelaufen sein. Das war so schön. Hier ist aber auch nochmal so ein Ding. Hier könnte es genauso gut versteckt sein. Ich weiß es nicht. Ich wünschte, der Typ würde nochmal leben. Werde ich wohl erst beim zweiten Mal rausfinden. Vielleicht stelle ich mich aber auch gerade wie der letzte Mensch an. Und da ist gar kein Boss. Wir werden es jetzt rausfinden. Aber ich befürchte leider doch, dass da einer ist. Ach komm, ich fress Zaubereinsätze. Das ist mir zu riskant. Das ist mir zu gefährlich. Gelbes Kraut, ja, komm, gleich mal zwei von denen essen. Dann muss ich irgendwie klarkommen. Von den gelben Kräutern habe ich ja noch genug. 32.000 Seelen, ich überlege gerade, ob ich mir die aufheben möchte. Ich tendiere zu nein. So, immerhin 6 Seelensperre. Schauen wir halt mal, was uns da jetzt erwartet. Aber die Warnung, dieses komische Raunen... Egal, rein mit uns. Ah! Okay. Okay, vergesst es. Ach, Mann. Hey, lasst mich in Ruhe. Hier ein Leuchtfeuer. Oh, Mann. Und ich philosophiere die ganze Zeit wie so ein Vollidiot. Ja, Leute. Ist blind. Nicht vergessen. Ist absolut blind. Du bist aber eine Hübsche. Hallo. Hör auf zu zaubern. Das habe ich dir nicht gestattet. So. Naja, so hübsch war es jetzt auch nicht. Wer mount's denn da so? Wegen dir da oben. Du schnarchst oder was? Wegen dir habe ich gedacht, hier ist was Böses. War voll verarscht hier. So, okay. Den Rest mache ich, wenn du runterkommst. Hat sogar geklappt. Ist nicht der. Wer macht denn diese Geräusche hier? Wer macht diese Geräusche im Inneren der Burge?
Yeah, hier kann ich was öffnen. Das ist immer gut. Vielleicht ist das ja eine ultimative Abkürzung. Wobei, ich glaube nicht. Wozu brauche ich jetzt noch eine Abkürzung? Jetzt habe ich ja mein Leuchtfeuer. Mann, ist das groß. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll zuerst. Okay, wer ist hier alles? Das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel. So. Wollen wir mal gucken, ob ich... Ah, oh, nee, das klappt vom Timing her nicht. Nee, 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 nee. Das ist blöd. Also, wenn ihr da nicht herkommt zu mir, dann habe ich keinen Bock auf euch. Die kommen nicht zu mir. Dann gehe ich erstmal in die andere Richtung. Ich bin ja nicht gezwungen, hier weiterzumachen, wisst ihr? Ich kann ja auch einfach hier lang. Nee, kann ich nicht. Kannst du hochklettern? Nee, kann ich nicht. Okay. Aber, ich kann ja mal beim Leuchtfeuer gucken, hier. Ob ich da irgendwo runterspringen kann. Oh, nee, besser nicht. Shit, da muss ich in die Richtung. Okay. Ja, dann trauen wir uns halt mal was. Das ist echt ein bisschen happig hier. Zwei von denen, die machen ja auch gut Schaden. Wenigstens der eine da, der Krieger da mal kommen würde. Hallo, Krieger, hier, hallo. Ach Mist, das ist auch ein Zauberer. Das ist schlecht. Was sollen wir euch machen, ohne dabei drauf zu gehen? Kommt ihr? Ja, sie tänzeln nur ein bisschen umher und warten auf mich. Tja, Problem. Ich probier's doch nochmal mit dem Fernkampf. Ah, guter Winkel. Hihi. Das ist ein guter Winkel für mich. Die anderen sehen es nicht. Und sie lasse ich nicht mehr zum Zaubern kommen. Das war der Todesschrei. Ah, die anderen kann ich von hier aus nicht anvisieren. Oder? Ein bisschen näher, noch ein bisschen näher. Ja, doch, doch, doch. Hab dich. Hab dich anvisiert. Das könnte ich mir auch wieder einen Winkelvorteil verschaffen. Ah, aber so nicht. Jetzt nicht mehr. Ah, das ist kein Winkelvorteil. Das ist kein Winkelvorteil. Stopp. Aber es, so läuft's. Ja, so machen wir es jetzt die ganze Zeit. Trap und Jump. Und blub und blub. Dann war es nur noch einmal, oder? Vielleicht zweimal? Bist du tot? Ja. Gut. Ja, einfach ein bisschen Vorsicht walten lassen. Und dann das Haus rocken. Jetzt komme ich zu dir. Ach, ihr seid zu zweit. Ich hab's fast befürchtet. Okay, Krieger? Nein, du kommst jetzt mit mir. Ich bin doch nicht blöd. Lass mich hier nebenbei vereisen, während du auf mich einschlägst. Da müsst ihr euch schon was anderes überlegen. Oh, hi. Ja. Also, jetzt hätte ich wirklich mal das Leuchtfeuer auch benutzen sollen. Fällt mir gerade ein. Da muss ich die Gegner nochmal jetzt machen. Lohnt sich jetzt nicht mehr, für die letzten 5 Minuten renne ich jetzt so rum. Es kommen echt unglaublich gut voran. Das muss ja jetzt irgendwann mal ein Ende haben. Irgendwann muss ich doch mal wieder sterben. So. Hi. Jetzt ist es total am Arsch, oder? Ja. Man merkt sofort an dem nicht existenten Schaden. Wisst ihr, was mir gerade so einfällt? Das ist jetzt gerade ein blöder Moment, aber... Mein Feuerschwert sollte bei solchen Eisviechern doch ganz gut abgehen, oder? Ich probiere das jetzt mal, wie das abgeht. Mein Claymore. Nur mal spaßeshalber jetzt, weil wir gerade, ne? Claymore plus 10, Feuer. So, gucken, wie das abgeht hier. Ist ja, ja, gewohntes Moveset. Wenn ich hier draufschlage eigentlich, dann passiert nichts. Okay, hätte ja sein können, Feuerschwert und so. Okay. Och Gott. Will ich wirklich das Eis entfernen? Das kann ja noch interessant werden. Hallo? Jemand da? Rolling, rolling, rolling. So, da ist nichts für mich. Okay. Ja, von der unsichtbaren Bestie mal abgesehen, bin ich schon irgendwie gespannt, wann es hier zum nächsten Boss kommt. Zum nächsten schaffbaren Boss, hoffentlich. Ich weiß nicht, zweiten... Oh. Okay.
zweiten DLCs gab es ja drei Bosse. War das im ersten auch so? Ich kann mich gar nicht mehr so sicher erinnern. Könnte man ja davon ausgehen, dass es hier auch wieder drei gibt. Aber ich weiß es nicht genau. So, wo ist das Phantom? Scheint ganz oben. Oh Mann, da warten schon wieder die nächsten Eisviecher. Und jetzt, gerade jetzt, wo ich mit dem Claymore rumrenne, muss natürlich ein Phantom kommen. Hm. Mädel. Du stehst günstig. Du stehst ultra günstig. Oh, jetzt stehe ich nicht mehr günstig. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ja, ich habe dich gehört. Ich habe dich gerade noch gehört. Oh ne, nicht zwei auf einmal. Das ist ein bisschen fies. Wie ist mein Schaden? Wie ist mein Schaden? Mein Schaden ist okay, aber... Ah, das ist ein bisschen too much gerade. Glaube ich. Und... Ah, das dauert einfach viel zu lang. Aber es macht einen geilen Schaden. Jetzt brauche ich einen kurzen Moment, damit ich einfach mal mich heilen kann. Mein Um-die-Ecke-Trick, der funktioniert immer wieder. Ja, einer ist tot. Ah! Ich dachte, der eine ist tot. Habe ich mich verguckt? Okay. Gut, 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 gut. Das ist jetzt nicht mehr so effizient. Aber es reicht, um in den letzten Minuten noch einen Tick weiterzukommen, finde ich. So. Großer See. Okay, nee, warte mal. Ich muss ja noch eins hoch. Da, wo diese Eistussi war. Okay, jetzt sollte ich wohl, wenn du jetzt da alleine bist, dann kann ich dich hier auch nicht zaubern, nicht zaubern, lass das. Okay, da rockt es richtig gut rein, das Feuerschwert, das gefällt mir. So, hier oben, was haben wir denn da? Okay, geht's einfach nur mal nach oben, das halten wir so fest. Okay. Und sonst so, schöne Aussicht, ja? Ach ja. Nach wie vor ein bisschen kalt, aber hey. Auch hier wird mir der Weg versperrt. Also je weiter ich in diesem... je weiter ich hier komme, desto sicherer bin ich mir, dass wir dieses Eis entfernen werden. Irgendwann, irgendwie. Hey, da ist eine Kiste. Schade. Irgendwann anders, ne? Aber das Eis kann man bestimmt erst entfernen, wenn ich einen fiesen Boss geschafft habe. Ganz bestimmt. Okay, da ist aber eine Kiste, an die ich ausnahmsweise mal rankomme. Ey, Alter. Das ist ja mal eine andere Art von eines Mimics. Ich hab mich schon gewundert, wo bleibt der Typ eigentlich denn? Okay. Okay. Das nächste Mal weiß ich Bescheid. Ja, das nächste Mal werde ich auch mein Zeug repariert haben und dann sehen wir uns in alter Frische wieder hier, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls 2.